Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute teste ich das sehr beliebte Star Hunter Familiensortiment, welches ich bei Aldi Süd für 4,69 Euro gekauft habe. Bei Aldi Nord kostet das 4,99 Euro. Ja, 110 Teile. Wir haben hier 5 kleinere Raketen. Wir haben hier einen Sonnenvogel. Wir haben ein römisches Licht hier mit drin, dann 2 Packungen Pyro-Cracker und Feuerwirbel sind sogar mit drin, Meteoriten und 2 Packungen Knallerbsen. Das werden wir jetzt testen und schauen, ob sich das Ganze lohnt. Aber der Preis ist schon ziemlich gut. Naja, wir gucken mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, starten wir. Star Hunter. Ich bin sehr gespannt, was die Raketen können. Aber wir starten jetzt auf jeden Fall erstmal mit den kleinen Sachen. Also wir haben Raketen, die machen wir dann zum Schluss, alle 5. Ja, Pyrocracker, ein Feuervogel, Feuerringe, dann haben wir noch Meteorite, Klasse 1. Hier nochmal China-Knaller, aber eine Packung langt. Unten noch ein römisches Licht. Die Knallerbsen sparen wir uns, weil, ja gut, die kennt ja jeder. Fangen wir mit den kleinen Sachen an. Starten wir mit den Feuerringen. Ja, die werden sich jetzt nicht besonders großartig drehen, aber wir testen jetzt einfach mal ein paar, weil die einfach Bestandteil des Sets sind. Ja, wie zu erwarten. Also, ich hatte vor ein paar Tagen noch ältere aus den 90er Jahren gezündet, das ist kein Vergleich. Ja, machen wir noch einen. Sagen wir es mal so, sie brennen. So, dann haben wir Meteorite. Schauen wir mal, was diese können. Machen wir auch mal so 2-3 Stück. So, dann der zweite. So, und dann der dritte. Ja, sie sind schon laut, muss man sagen. Aber ja. So, machen wir weiter mit dem römischen Licht. Ja, also auch da gibt es Besseres, aber ja, ist halt dabei. Dann machen wir den Feuervogel. Wow, voll über mich drüber geflogen. Das war geil. Schön. Ja, dann haben wir noch die Pyrocracker. Ja, auch da werden wir wahrscheinlich nicht so Großes erwarten können. Aber auch hier machen wir einfach mal 2-3 Stück und schauen mal, ob die knallen. Also doch, die knallen schon. Gar nicht schlecht, muss man sagen. Oh, doch, die sind gut. Und den dritten. Die sind gut. Die sind echt gut. Machen wir noch einen vierten. Fein, ja. Und let's go. Wow. Okay, die sind laut. Warum auch immer. Ja, dann machen wir weiter mit den Raketen. So, also wir machen weiter mit den Raketen. Es ist fünfmal. Fünfmal sind kleinere Raketen von Veko drin. Malachit sehe ich hier. Kianit und so weiter. Hier nochmal Kianit. Ja, wir testen es einfach mal und schauen mal, was die so können. Wir fangen an mit der ersten.
Okay, die war jetzt gar nicht so schlecht, muss man ehrlich sagen. Kyanit, die zweite. Schöne blaue Sterne. Dann machen wir mal hier Kyanit. Schön, ja doch, für die Größe nicht schlecht. Und dann haben wir nochmal Malachit. Hier einmal. Und dann nochmal Kyanit. Was für Namen. Ja, also es sind nicht die besten Raketen, aber für den Preis geht's auf jeden Fall fit. So, und die letzte. Ja, also das sind die Raketen aus dem Star Hunter. Und ich würde sagen, ja, das ist ein kleines, nettes Set. Bei Aldi Süd für 4,69 Euro und bei Aldi Nord für 4,99 Euro. Ich denke, das kann man schon für den Preis machen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Haut rein!